Bosch oder Shimano oder allgemein welcher Motor bei meinem neuen E-Bike? Hi, hier ist der Markus und willkommen zum zweiten Teil der E-Bike-Kaufberatung. Und jetzt geht es um den Motor. Also wir haben ja im Video vorher schon gesagt, dass wir empfehlen, dass es hauptsächlich einen Mittelmotor nimmst. Du kannst nichts falsch machen. Und ich finde, dass der vom Fahreigenschaften einfach besser funktioniert. Und das Fahrrad bleibt Fahrrad, weil einfach hinten und vorne nichts Besonderes ist. Es ist wirklich nur in der Mitte. Es stört nicht beim Außeneinbau der Laufräder. Also wir empfehlen dir den Mittelmotor. Und es gibt ja im Markt mittlerweile 20, 30, 40, 50 verschiedene Hersteller. Und wir verbringen mittlerweile auf der Eurobike eigentlich nur noch Zeit damit, diese Motoren auszuprobieren. Bleiben aber immer wieder bei zwei Herstellern hauptsächlich hängen. Das ist einmal Bosch und Shimano. Und nicht, weil sie die größten sind, sondern ich erkläre dir das jetzt gleich, warum wir das machen. Wir haben auch ein paar Faktoren ausgewählt. Das ist einmal natürlich, wie oft sie verbaut werden. Du findest einfach Bosch und Shimano am häufigsten von allen anderen Herstellern. Das zweite ist, was für ein Support liefert mir der Hersteller im Hintergrund? Und ich muss sagen, dir bringt das beste, tollste System nichts, wenn du dann keinen hast, der dir Fragen beantworten kann und dir helfen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und bei Bosch, die machen das wirklich extraordinary richtig gut. Es gibt ein Bosch-Händlernetzwerk. Du kannst also dir ein Bosch-Rad in München kaufen. Wenn du dann einmal nach Hamburg umziehst, dann gibt es da Bosch-Expert-Händler, die dir auch da auf jeden Fall helfen können, die besonders geschult sind. Die machen jedes Jahr sehr viele Schulungen mit den Händlern. Die haben eine Callcenter, was dir wirklich die Fragen sehr gut technisch auch beantworten kann. Und selbst wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, die Reklamationsabwicklung funktioniert bombastisch gut. Also ich bin sehr froh, dass ein Automobilhersteller hier auch in den Fahrradmarkt mit reingegangen ist. Bei Shimano auch, selbes Thema, sehr guter Support vom Hersteller, wie von Shimano nicht anders gewohnt. Sehr viele Schulungen zum Thema und auch hier hast du die Möglichkeit, bei jedem Shimano-Händler eigentlich so ein Shimano-System reklamieren zu können. Also uns war wichtig, dass es nicht nur gut verkauft wird, sondern dass es auch gut reklamiert oder gut im Servicebereich da ist. Wir haben bei diesen Fahrrädern, bei den Motoren eigentlich alle Arten von Fahrrädern wird es verbaut. Aber der Bosch-Motor ist wirklich im Trekking, im City, im Mountainbike-Bereich zu finden, teilweise sogar im Rennrad-Bereich. Den Shimano-Motor Steps 8000, den wir jetzt hier sehen, der wird hauptsächlich im Mountainbike-Bereich verbaut, weil dafür ist er ursprünglich auch mal geplant und gedacht worden. Ja, dann was uns noch besonders wichtig war das Display. Wir haben hier ganz einfache Displays, einfach in der Bedienung, einfach in der Anwendung, einfach in der Nutzung. Wir haben auch Räder auf dem Markt, die haben teilweise riesige Displays mit Lämpchen, Blinks und bla bla bla. Also ganz konfus. Also wir empfehlen euch einfach eine einfache Bedienbarkeit. Und auch das macht Bosch und Shimano sehr gut. Dann sind wir noch nachgegangen, wie ist es vom Laden, wie ist es von der Nutzbarkeit auch. Ja. Auch hier Stecker rein, lädt 3-4 Stunden und dann ist das System komplett aufgeladen. Und auch das Coole ist, bei Bosch sehr häufig, auch mittlerweile bei Shimano, findest du mittlerweile auch viele Austausch-Akkusysteme. Also es gibt so im Tegernseer Raum die Möglichkeit, dass du dir ein Fahrrad irgendwo startest und oben auf der Hütte den anderen Akku nimmst. Und es geht halt nur, wenn es ein Bosch-Akku ist. Ja? Also, wir haben oft geachtet auf die Bedienbarkeit. Ich fasse mal kurz zusammen, wenn ich zusammen kriege. Wir empfehlen dir Systeme, also alles von einem Hersteller. Wir empfehlen dir, ein System auszuwählen, was am besten in der Mitte ist. Wir empfehlen dir, ein System auszuwählen, was von einem namhaften Hersteller kommt, der dir auch einen Support im Hintergrund bieten kann, auch ein Händlernetzwerk bieten kann, was dir hilft. Wir empfehlen dir am besten eine mit einem einfachen Display, dass es einfach eine Bedienung ist und einfach zu laden ist. Ja? Wir können sagen, dass wir mit Bosch und Shimano da sehr gute Erfahrungen gemacht haben und dass du hier auf jeden Fall, egal welche Motoren von Bosch und Shimano, kein Fehler beim Kauf machen würdest. Ja,
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Systemen, schreibt es in die Kommentare unten rein. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Würden wir uns sehr freuen. Abonniert den Channel. Wir machen noch weitere Videos. Das war sogar jetzt Teil 2. Was für ein System würden wir empfehlen? Und dann schauen wir mal, was bei Teil 3 dann noch kommt.